Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Cruising the Balkans Event Video. Wir stehen hier noch im regnerischen Craiova und wir schauen mal, wohin die Reise geht. Ich habe schon mal einen kleinen Sneak reingemacht, wahrscheinlich geht es nach Bukarest. Streckenlänge passt. Und ich glaube, ich versuche dann auch morgen. Es hinzubekommen, dass wir eine längere Strecke fahren. Aber ob das klappt, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Also vielleicht schaffen wir es dann morgen auch wirklich Richtung. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade, was hatten wir? Hatten wir Istanbul? Ne, wir hatten nicht Istanbul. Ich glaube, wir hätten ideal. Hätten wir gehabt. Genau, leere Paletten werden es werden. Ist auch der beste Auftrag, genau. Gut, wir hätten halt noch Istanbul, aber ich sag mal so, der Weg ist halt für die Uhrzeit doch schon zu weit, denn wir haben es wieder 3:30. Und ich muss morgen wieder raus und ja, keine Lust auf morgen wieder arbeiten, deswegen nehmen wir die Lernpaletten direkt von KFOR. Gut, nicht direkt bei KFOR, aber wir kriegen sogar 6.500 knapp dafür. Eigentlich die 5.700, also da kommt noch ein bisschen Boni scheinbar dazu. Jetzt ist der LKW weg, weird. Oder lebe ich noch nochmal rein. Oder auch nicht. Dann starten wir den Motor und KFOR ist da hinten. Lass uns loslegen. Das noch mal. Also ja, das wird morgen auch wieder super. Also ich muss sagen, ich bin jetzt seit 7 Stunden zu Hause. Meine Daumen sind immer noch nicht komplett aufgewärmt. Also gut, aufgewärmt schon, aber man merkt noch, dass man draußen war und ja, Handschuhe hatte. Und über einen längeren Zeitraum klappen die halt auch nicht mehr wirklich. Leider. Rechts halten. Und dann rechts. Und ja, den Schlaf, den brauche ich definitiv für morgen wieder, weil es wird wahrscheinlich wieder super unangenehm glatt sein. Biege nach links ab. Deswegen den Schlaf und die Konzentration, die werde ich benötigen. Ich merke schon, ich in letzter Zeit müssen wir jetzt hin. Außenrum, okay. Sogar mit abflachenden Gefälle. Sogar mit Gefälle. Das ist ja auch ein sehr weirder Spot zum Laden. Das heißt, wir laden die leeren Paletten von dem oder Paletten, die da hinten dran stehen wahrscheinlich. Wobei es sind keine Paletten. Kunhaus, eine sehr interessante Ladestelle. Dann lassen wir mal laden. Okay, scheinbar ist der Scheibenwischer, wenn man ihn einmal anmacht, auf automatisch. Das ist schon mal gut zu wissen. Warum bin ich überhaupt? Ich wollte gleich mal gucken. Gefällt mir mit dem T
tiefer gelegtem Hinterhof. Es kommt doch schon wieder, ich bin verwirrt. Das scheint man doch nicht automatisch, wie ich dachte. So, 243 Kilometer haben wir vor uns. Ich weiß auch echt nicht, warum ich das entweder komplett spät mache oder komplett früh. Also ich weiß ja schon, aber trotzdem bescheuert. Denn in beiden Fällen bin ich müde. Linke Spur ist frei, dann können wir die linke nehmen. Ich muss mich rechts halten. Mich wundert hier echt, dass wir noch keine Straßenbahn gesehen haben. Ne? So, wir sind jetzt so häufig schon hier gewesen. Was ist häufig? Da doch schon. Häufig durchgefahren und so. Und jetzt auch das erste Mal da gewesen. Wenn wir doch schon längst eine Straßenbahn sehen sollen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wenn hier eine fährt. Biege nach rechts ab. Bisschen früh. Also das Problem ist halt nicht, dass. Okay, jetzt. Das sind automatische Scheibenwischer, wenn auch nice, dass man ja automatisch einstellen kann. Das automatisch schneller wird und langsamer und vielleicht sogar auch aus und an. Ja, das Problem ist, ich vergesse bearbeiten morgen. Da soll ich eigentlich genügend Zeit für haben. Sowohl für ETS 2 als sowohl für ATS als auch für ETS 2. Aber ja, aufnehmen ist immer das Problem. Das war ein bisschen zu früh. Ja, also morgen könnte echt das werden. Gerade Regen, später noch Schnee, morgen Schnee. Gar keine Lust drauf. Immer geradeaus. Sind wir denn da? 10:33. Aber das Schöne ist, wir fahren diesmal nicht schon wieder an Bukarest vorbei, sondern wir fahren wirklich in Bukarest rein und decken es auch auf. Und alles drum und dran. Ich glaube, hier nach sind wir bei 4 von 15. Kann das sein? Ich glaube schon. Und ich darf nicht vergessen, gleich zu reparieren, wenn wir in Bukarest sind. Langsam halt schon echt eng.
glaube, es macht auch echt Sinn. Ich muss versuchen. Ist also das Problem. Eigentlich muss ich versuchen, morgen, wenn ich genügend Pause habe und es nicht so ist wie heute, muss ich eigentlich versuchen, also die Priorität Dinge auf ATS mit aufnehmen. Damit ich dann halt nur später mich um ETS 2 kümmern muss, was ja ein bisschen länger dauert und dauern wird, die Aufnahme, als in ATS. So, dass ich mich dann quasi so ein bisschen entlanghangel, bis ich dann ein bisschen mehr Zeit habe zum Aufnehmen. Und dass ich dann den Fokus eher auf ETS 2 lege mit aufnehmen. Einfach weil. Ich schwimme euch drauf. Einfach weil die Folgen halt länger sind als in ATS. Weil ich da ein bisschen mehr Zeit einplanen kann. Beziehungsweise eigentlich, weil ETS 2 ja nur noch bis zum 19. geht und wir haben jetzt den 6. Das sind nur 13 Tage. Würde eigentlich ganz genau hinkommen. Wenn wir bei 14 sind, sind 2 Tage Puffer, aber lieber. Besser schnell als zu spät. Habe ich mich jetzt für den nächsten Donnerstag ausgetragen? Ich glaube schon, ne? Ja. Dürfte ich gemacht haben. Ja, bevor wir gewähren, wer kennt's? Einfach aber. Aber ja, heute war echt stellenweise glatt. Also es war eigentlich gar nicht wirklich glatt. Keine glatte Fahrbahn, aber so, wo da so ein bisschen an manchen Stellen, wo so der Schnee mal scheinbar ganz perfekt war, ist man dann doch schon in der Kurve weggerutscht oder wenn da irgendwie was gefroren war an der Stelle, weil keine Ahnung. Ja, und je später es wurde und auf manchen Flächen war es dann echt überraschend glatt. Aber zum Glück nicht aus Fressbrett gelegt, sondern alles im Rahmen noch rettbar gewesen. Ach, schön wieder mit Sonnenaufgang in den Wäldern vor Pitești. Die Skybox ist einfach. Man muss schon sagen, man merkt schon einen Unterschied. Wobei ich auch gespannt bin. Was heißt gespannt? Es ist halt ja wieder dann Mod, ne? Wenn ich jetzt Frosty Wintermod reinpacke. Das ist ja auch eher so vom Mod-Ersteller. Potenziell. Und nicht von STS-Waffe selber. Ach schon, wir weiter mit 80 durchballern. Nimm diese Ausfahrt. Wie 40 Wellen auf der anderen Seite von einer Richtung kommt. Kann man sich ja schon fast nicht dran satt sehen. Kreisverkehr. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Tja, Retarder ist halt nicht gut genug. Und ich habe das Spiel angefangen, runterzubremsen. Das kommt natürlich noch dazu.
Aber das Geld können wir ausgeben. Aber wie gesagt, vielleicht ist er morgen wirklich dann Richtung Türkei. Oder wieder nach Bulgarien. Aber ich kann mir vorstellen, dass doch Richtung Türkei vielleicht so geht. Schauen wir mal. Ich werde dann wahrscheinlich auch nicht ganz so picky sein. Und, na, wobei, es wäre halt schon gut, wenn es weit oben ist, ne? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro pro Kilometer gegen 15 Euro pro Kilometer haben. Wir wollen ja auch ein bisschen Gewinn machen, wobei der Gewinn, der kommt ja auch im kommenden Weihnachtsevent eigentlich wirklich wieder rein. So, kurz der Abstieg jetzt hochballern. Ich guck mal auf der Karte, kommen wir wirklich in Bukarest rein? Nicht so wirklich, aber wir fahren außen rum. Also schon irgendwie durch, aber auch rum. Mal schauen. Getankt werden muss nicht. Wie spät haben wir es? Viertel vor. Oh, bei der aufgehenden Sonne. Das ist einfach herrlich. Schön mit Wald auf Schwachsfärbung. Wieder mit Blick nach vorne. Jetzt haben wir es schon noch 90 Kilometer, okay. Okay, ja. Man merkt einfach kaum, dass es nicht noch an ist. Das sieht schon ein bisschen nach Regen aus. Also täuscht das. Vielleicht täuscht das. Einfach weil es nicht gerade erst heller wird. Bitte rechts halten. Also, erst gerade nicht dazu kommt, dass dadurch die Wolken einfach viel dunkler wirken. Und da geht's Richtung Zentrum von Bukarest. Dritte Ausfahrt nehmen. Und diesmal geht's links herum. Demnächst links abbiegen. Ich bin zu schnell. Viel zu schnell. 5800 Kilometer geknackt. Die Container sind mir letztes Mal, also im vorletzten Mal, einfach überhaupt nicht aufgefallen. Das vorletzte Mal, wo wir da waren. Aber da war es, glaube ich, dunkel. Deswegen wahrscheinlich nicht so wirklich wie jetzt im letzten beiden Fahren. Und mir fehlt dann noch ein Güterzug, der lang fährt. Fürs Feeling. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ein bisschen zu nach rechts. Nimm diese Ausfahrt.
Bisschen zu weit links. Kurz beschleunigen, wieder abbremsen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann war es doch erstmal mit dem Kreisverkehr, glaube ich. Fast ein bisschen zu weit rechts wieder gewesen. Kommt doch gar nicht so wirklich bei der Stadt vorbei, wie ich dachte. Weil vielleicht haben wir wirklich noch ein bisschen Blick auf Skyline. Aber ich weiß es nicht. P70. Weil wir eigentlich schon ins Zentrum fahren, ne? Eigentlich. Dachte ich. What? Einfach random 30. Wieder 80. Hä? Es ist wieder verwirrend hier. Ich habe mich gewundert, warum und auf 30 kommen wir eigentlich auf eine Schnellstraße, so wie es aussah. Erst einmal in Bukarest, 35 von Balkan Explorer. Und meine beiden Füße, vor allem der rechte, ist eingeschlafen. Super. Ich war kurz verwundert, ob ich wirklich noch mit 80 durchbrettern darf, aber ich glaube, das ändert sich jetzt gleich. Vielleicht noch nicht. Geil. Genau das hat einfach gefehlt. Bewegung auf den Schienen. 50, sage ich doch. Schwerkraft hilft. Oha. Was ein riesen Schienenkreuzen. Was eine riesen Schienenkreuzung. Aber kam sogar noch aus dem am Abschaltgleitschirm vorbei. Biege nach links ab. Lockenstick-Farm, glaube ich, ne? Zu Lockenstick, genau. Auch noch nie gewesen. Noch nie gelesen, nie gehört. Biege nach rechts ab. Ich habe das Thema auch nicht mitbekommen. Es ist vorbei. Und bin nie im DLC gefahren. Bisher. Entspannt auf Ladestelle. Dann wollen wir mal abladen. Ausgezeichnet, leere Paletten von Craiova nach Bukarest geliefert. Gefahrenstrecke 246 Kilometer. Dauer 24 Minuten. 94 Liter verbraucht. Das war der 165. ETS bei World of Trucks Auftrag. Es gab insgesamt 6.322 Euro dafür und 276 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal zur nächsten Werkstatt fahren, die hier um die Ecke ist. Uns reparieren und pennen. Wahrscheinlich können wir eben nur reparieren und nicht auch pennen, oder? Befürchte ich ja schon fast. Na gut, dann fahren wir halt nochmal die... Das war 26 Kilometer, ne? Ach, Fuß eingeschlafen. Okay, ich glaube, wir legen uns einfach hin zum Pennen.
und fahren dann morgen tanken. Reparieren. Morgen Video. Und suchen uns einen Auftrag aus. Die 26 Kilometer sind wahrscheinlich viel jetzt, aber. Wir haben es gleich 4. Dann lieber frisch gestärkt morgen. Oh Gott. Vielleicht habe ich morgen noch ein bisschen mehr Schaden. Wenn ich noch so weiter unkonzentriert bin. Beziehungsweise müde bin leicht. Leicht ist gut. Wie gesagt, nicht allzu viel rauszögern die ganze Zeit. Getankt werden muss nicht. 60% stehen noch drauf, glaube ich. Stellen wir uns mal ganz nach vorne. Und dann würde ich sagen. Ja, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehen wir uns morgen hier vom Cruising the Balkans Event wieder. Hier in Euro Truck Simulator 2.